Ich möchte mit Illustrator einen Ausschnitt eines Stadtplans nachzeichnen, und zwar auf relativ einfache Weise. Als erstes möchte ich meine interne Arbeitsfläche definieren. Ich nehme das Rechteckwerkzeug, definiere 80 mal 54 mm. Das ist der Ausschnitt, den ich zur Verfügung habe im Layout. Den platziere ich hier und mache ihn zu einer Hilfslinie. Ansicht Hilfslinien erstellen. Jetzt muss ich das Original respektive den Screenshot platzieren, den ich vorbereitet habe. Datei platzieren, Bildschirmfoto, platziere das. Jetzt ist das sehr viel größer, als ich das brauche, deshalb werde ich das skalieren. Vorschau einschalten und gehe da mal ziemlich tief. Ich brauche den Bahnhof, der ist hier sichtbar, und ich brauche das Hotel wieder. Das ist hier und die engere Umgebung des Ganzen. Schieb das noch ganz wenig nach oben. Das ist nun in etwa der Ausschnitt, den ich nachzeichnen möchte. Ganz wenig noch größer. So, diese Ebene bezeichne ich als Original. Und die kann ich dann später fixieren. Als erstes zeichne ich eine Fläche. Das ist quasi das Grau der Stadt. Die Farben habe ich schon vorbereitet. Das ist jetzt hier verkehrt. Fläche ohne Kontur.